Und schon wieder zurück bei Ghost of Tsushima, wo wir am Anwesen des vermeintlichen Samurais herumstehen. Und ja, das, was der Rowan geschrieben hat, dieses Lager, das wir da oben gefunden haben, mit der Samurai-Ausrüstung hier gar nicht weit entfernt, das war vermutlich von unserem Möchtegern-Samurai, wo er dann die Zeit verbracht hat zwischen seinen großartigen Aufträgen, die er zu erfüllen hatte. Wäre zumindest logisch. Er muss ja irgendwo geblieben sein. Und ich bezweifle, dass er wirklich weit in die Wildnis hinausgereist ist. Denn da wäre ja die Chance bestanden, dass eventuell Mongolen auf ihn treffen. So. Geflüster im Wald. Der Wind führt uns da hinten hin. Tiefer in den Wald. Macht Sinn. Da unten brennt auch irgendwas. Ups. Wir sind gar nicht so weit entfernt, deswegen... Oh, ein goldener Vogel. Ich wollte gerade sagen, wir sind gar nicht so weit entfernt, deswegen würde ich jetzt einfach mal zu Fuß laufen. Da unten ist auch ein... Oh, was... Oh mein Gott. Was sehen meine Äuglein da? Sind das Mongolen? Ich hoffe ja. Klingt jetzt böse, aber ist so. Guck mal, der goldene Vogel. Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Das ist gut, oder? Das können wir gut gebrauchen. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Davon würde ich mich gerne selbst überzeugen. Geflüster im Wald. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Na, dann schauen wir uns doch mal um. Suche im Wald nach Geistern. Was für eine schöne Aufgabe. Aber das mit den Laternen hier, das ist echt schön. Und die Glühwürmchen. Der Yagata-Wald. Ich folge jetzt einfach mal den Laternen. Die sind ja mit Sicherheit nicht ohne Grund hier aufgestellt, ne? Ich weiß, da vorne war noch ein Anwesen, das hatten wir schon gesehen aus der Ferne. Huch! Das sind Kühe! Naja, Ochsen. Habt ihr zufällig Geister gesehen, die hier? Ja, du hast keinen Geist gesehen. Außer vielleicht den Geist von Tsushima. Wer weiß das schon. Hier gibt's Bambus. Ups. Okay, Laternen. Ich habe die Laternen aus dem Auge verloren. Da hinten sind sie, glaube ich. Das ist das Anwesen. Achso, die Laternen stehen rund um das Anwesen quasi. Achso. Also wenn ich ein Geist wäre, ich würde mich im Anwesen verstecken. Dürfen wir hier rein? Nein. Dürfen wir hier rein? Hier dürfen wir rein. Verlassen. Der Yagata-Wald war lange vor mir da und wird noch stehen, wenn ich schon längst fort bin. Der Legende zufolge ist jeder Baum die Seele eines Samurai, der bei der Verteidigung der Insel gestorben ist. Sind sie die Stimmen, die ich höre? Schreien sie vor Schmerz? Flehen sie uns an, ihr Opfer zu vergelten? Oder wollen sie uns vor etwas warnen, uns selbst jetzt noch beschützen? Ich mag solche alten
volkstümlichen Legenden über verschiedene Orte. Gerade wenn es ein bisschen so in Richtung Geistergeschichten geht. Da hinten brennt was, aber das ist das Feuer von dem... Es ist, glaube ich, das Feuer von dem... Ja, ja. Von unserem Berichterstatter. Gut. Da brennt was. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Geister machen kein Feuer. Das ist nicht lange her. Der Mörder kann nicht weit sein. Den Kopf abgeschlagen. Hier ebenso. Da ist jemand langgelaufen. Aber Geister hinterlassen keine Spuren. Und da hat jemand die Laterne kaputt. Das soll die Leute abschrecken. Oh Gott. Folge den hängenden Leichen. Ja, hallo. Was für ein wunderschöner Wald. Da sind Leute. Nur ein Mann ist ein Kopf kürzer. Wenn wir so weitermachen, haben wir den Wald so lange wir wollen für uns. Stimmt, sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Mit dieser Samurai-Klinge Köpfe abzusäbeln macht keinen Spaß. Aber wenn wir den Wald dann für uns haben. Es gibt keinen anderen Weg. Keine Überfälle auf unsere Lieblingsstätte mehr. Ich würde ja sagen, okay, vielleicht sind das Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können, aber wer hier Leichen an Bäumen aufhängt, kopflose Leichen, um den Wald für sich zu beanspruchen, ich bin mir nicht sicher, ob das die Leute sind, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Keine Sorge, ein richtiger Geist ist hier. Ein ganz echter. Oh, ich hätte da oben hin müssen. Kehre zum Missionsgebiet zurück, sorry. Besiege die Banditen, ja. Ups. Bin gleich wieder bei euch. Ich würde gerne mal was versuchen. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Was habe ich getan? Der ist geflohen. Das war mit Sicherheit ein Bandit, oder? Oh, kehre ins Gebiet zurück. Sorry. Zeugenschutz-Trophäe. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Das war jetzt nicht irgendwie einer, der hier entführt wurde oder so. Glaube ich nicht, ne? Das war einer von den Banditen. Die würden ja nicht... Nee. Das war einer von den Banditen, die... Ich rede mir das jetzt so ein. Huch. Ich hätte vielleicht nachfragen sollen, aber wenn er wegrennt, ja gut, natürlich, wenn hier ein Kampf stattfindet, würde ich wahrscheinlich auch wegrennen. Und dann kriege ich plötzlich einen Pfeil in den Rücken. Toll. Schön. Da gibt es noch ein bisschen Leder.
Aber ansonsten ist in dem Wald wirklich nichts seltsam, außer eben ein paar Banditen, die versucht haben, mit möglichst viel Mord und Schaurigkeit Leute davon abzuhalten, in diesen Wald zu kommen. Ich denke, das ist jetzt beendet. Aber was es mit diesem Haus hier auf sich hat, ne? Da haben wir jetzt nur den Hinweis bekommen mit dieser Rolle. Oh, guck mal hier, da. Mit dieser Rolle, aber was jetzt genau bedeutet. Keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass sie uns nicht gesehen haben. Herr, ihr habt die Nacht überlebt. In der Tat. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Vielleicht haben sie das. Geflüster im Wald ist verstummt. Ah, ganz knapp vor dem neuen Technikpunkt. Fies. Talisman der zweifachen Zerstörung. Moment. Der zweifachen Zerstörung. Angriffe haben eine Chance von 5% doppelten Schaden zu verursachen. Das ist nicht schlecht. Was habe ich hier? Gesundheit. Ja, gut, aber. Ja, gut, ja. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Ein weiteres Problem gelöst. Oh. Unentdeckter Ort. Hallo. Und dann würde ich ja gerne noch hier zum Pflaumenblütenschrein. Da bekommen wir einen Talisman des Nahkampfs und ein Ligusterholz. Wo es gerade so schön dunkel ist, kann man noch ein bisschen durch die... Ach, guck mal, wie schön hier. Der kleine Schrein. Irgendwann machen wir einen friedlichen Ausritt. Ja, ich glaube, bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Fürchte ich. Ist das ein Fuchsbau? Das ist ein Fuchsbau! Na, wohin führst du mich? Direkt auf deinen Fersen, keine Sorge. Du bist schnell. Ah. Schön versteckt hier. Aber hier hat auch jemand gelagert, offensichtlich. Vier Stück. Ein weiterer Inari-Schrein geehrt. Und ich glaube, der Fuchs ist abgehauen. Schade. Der ist so ein bisschen versteckt hier auf dem Feld, ne? Was leuchtet denn da hinten? Oh, das sind Eber, also Wildschweine. Ich glaube, da möchte ich mich nicht mit anlegen. Auch ein Samurai kennt seine Grenzen. Jetzt in der Dunkelheit sieht man nicht so weit, aber dafür hat das ganze Land so einen sehr mystischen, vernebelten Schleier. Okay, ich reite von hier aus mal in Richtung Pflaumenblütenschrein. Und von da aus dann wahrscheinlich weiter nach Süden, weil da haben wir ja noch den ein oder anderen Auftrag offen, der uns gegeben wurde. Oder zumindest Hinweise zu möglichen Aufträgen, die verfügbar sein könnten.
so ein bisschen das Gefühl, hier könnte jederzeit irgendwie eine Fee oder eine Elfe oder so hinter einem Baum hervorspringen. Gut, das sind jetzt sehr europäische oder europäisch angehauchte Vorstellungen von Waldkreaturen, aber ne, die Waldkami, irgendwelche Waldgeister, die nichts Gutes im Sinn haben. Ja, da oben brennt es immer noch. Und ich glaube, wenn wir hier rechts entlang laufen, oder entlang reiten hier oben, dann kommen wir Dann kommen wir nämlich genau da an der Ecke aus. Ist das eine Blume? Das ist eine Blume. Wie viele Blumen habe ich eigentlich? 18. Guck mal, 20 war der Strohhut, oder? Nicht mehr weit. Ich glaube, wir können da oben durch diesen, durch diese kleine Schlucht durch. Also ich glaube, es ist eine Schlucht. Bin mir gerade nicht sicher, aber... Ja. Ja, wir können da wahrscheinlich durch. Nobu nicht so. Hier hat doch schon wieder jemand gelagert. Und hier ist wirklich der Aufgang zum Schrein. Aber niemand mehr da. Das sieht aber nicht so aus, als wäre das Lager freiwillig geräumt worden. Oh. Jupp. Okay, alles klar. Das waren womöglich die gleichen Leute, die dafür verantwortlich sind, dass da oben der Schrein brennt. Weil ich glaube nicht, dass das die natürliche Daseinsform dieses Schreins ist. Brennend. Kann sein, aber ist unwahrscheinlich. Der Pflaumenblütenschrein. Nanu, das ist ein Priester. Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Ist das so? Die Tori-Tore führen zum Pflaumenblütenschrein, Heiligtum des Kagutsushi, dem Kami des Feuers. Vielleicht ist es doch der natürliche Zustand. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Vielleicht. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Nun gut. Wir folgen den Toren und versuchen uns als würdig zu erweisen. Kashine. So würdig sind wir. Das war... Ja, das war das... Der Unterschlupf des Samurai. Also des Möchtegern-Samurai. Oh. Bambus. So, ah, wir können hier klettern. Guck mal hier. Eps. Oh Gott. Darunter springen ist mit Sicherheit keine gute Idee. Sagte er und sprang hinunter.
unten geht's weiter, oder? So geht's weiter. Muss man ja auch erstmal wissen, dass man auf diese... auf diese Äste draufspringen kann. Ja, gucke mal. Das ist wirklich kein leichter Weg. Okay, da bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Oh. Guck dir diesen Baum an. Kein Wunder, dass die hier einen Tempel gebaut haben. Oder einen Schrein. Den Schrein ehren. Talisman von Kagutsuchi. Talisman des Feuerkamis. Da muss ich doch gleich mal gucken. Füge bei 50% oder weniger Gesundheit zusätzlichen Schaden zu. Das ist ein besonderer, oder? Guck mal, der ist golden. Warte mal. So. Den habe ich mir verdient. Und ein Ligusterholz, nicht zu vergessen. Und einen wunderschönen Blick über das Land. Da unten blinkert noch was. Ah, guck mal, da blinkern sogar zwei Sachen. Dieser Baum. Ah, man kann da sogar rüber. Das war knapp. Das war sehr knapp. Shigenoris Gipfel. Blumen! Hä? Hier ist jemand. Oh nein. Der einzige Ausweg. Hier gibt es nichts mehr für mich. Meine Familie ist tot, mein Zuhause abgebrannt, meine Hoffnung verloren. Wer das liest, möge Genso vom Komatsus Schmiede in seine Gebete einschließen. Lebt wohl. Werde ich tun. Da unten sind, glaube ich, ganz viele Pflaumenbäume. Und das hier ist der größte von ihnen. Die Sonne geht auf. Das wäre ein schönes Symbol, ne? Es geht immer wieder eine Sonne auf. Egal, wie schlimm alles auch sein mag. Wie komme ich hier wieder weg? Ich werde sterben. Oh, da unten ist mein Pferd. Hallo. Da oben komme ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr hoch. Nicht mehr, also ich müsste wieder den ganzen Weg... komme ich hier auch runter? Oder nur hoch? Hm.
Ah, hier komme ich runter. Guck mal. Glaube ich. Kann ich da... Und dann hier irgendwie da auf die auf den Vorsprung. Ups. Und dann hier runter. Ups. Und hier kann man runter. Sehr gut. Trotz allem sehr athletisch. Dafür, dass er so eine kräftige Rüstung mit sich trägt. Ein wunderschöner Blick über den Pflaumenhain. Nun gut. Was ist das da, was blinkert da? Da hat auch schon wieder was meine Aufmerksamkeit erregt. Erstmal müssen wir aber lebend hier runterkommen. Da ist noch eine Blume. Das sind noch ganz viele Blumen, glaube ich. War das die Blume, die meine Aufmerksamkeit erregt hat? Ein Sattel und ein Reiter, aber kein Pferd. Nee, da hinten das Feuer, das war's, glaube ich. Also ich meine, die Blumen sind ein schöner Zusatz. Da sage ich auch nicht nein. Ich glaube, das Feuer war das. Da ist noch eine Blume. Die nehme ich noch eben mit. Und dann gehen wir hinten zum Feuer. So. Ja, das mit dem Kettenattentat hat sehr gut funktioniert. Wir sind bei dem Angriff auf das Räuberlager tatsächlich komplett ungesehen geblieben, auch wenn ich mich ein bisschen, ne, ich war ein bisschen forsch tatsächlich. Oh, da ist ein Bär. Und noch eine Blume. Ist der Bär dafür verantwortlich? Nee, oder? Mit den Bären will ich mich eigentlich nicht anlegen. Da hinten ist ein Reiter und eine Blume. Ich lasse mich gerade ziemlich von verschiedenen Dingen, die ich in der Gegend erblicke, leiten. Ne? Jetzt nicht zwingend geplant. Das ist ein Mongole, oder? Das sind Mongolen. Die stehen da am Tor. Das werdet ihr bereuen. Lasst mich gehen. Ich verrate nichts, versprochen. Komme ich da schnell genug ran? Für ein Attentat? Ja. Ja, oder? Für ein Kettenattentat? Weiß ich nicht. Das dürfte interessant werden. Okay. Stillhalten. Ich hörte, es gäbe noch Samurai. Doch bis jetzt habe ich es nicht geglaubt. Meine Gebete wurden erhört. Vorsicht da draußen. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Nun ja, wir helfen, wo wir können, ne? Ein Technikpunkt und ein paar Tote.
Was? Moment. Genau, Pflaumenblütenschrein, okay. Ein Technikpunkt und ein paar tote Mongolen und ein Mensch, dem wir geholfen haben. Das war es absolut wert, hier einen kleinen Ausflug zu machen. Schmiede von Komatsu. War nicht auch von dort? Ja. Von dort war der Mann, der sich dort oben auf dem Pflaumenblütenschrein leider das Leben genommen hat. Statten wir der Schmiede einen kleinen Besuch ab. Vielleicht können wir noch irgendjemandem Bescheid sagen. Das wirkt alles so geheimnisvoll mit diesem Nebel. Die Schmiede von Komatsu liegt im Berg. Mitten in den Berg gehauen. Hier ist ein Sumpf, oder? Sieht sumpfig aus. Das würde aber auch den Nebel erklären. Da vorne ist noch ein Fuchsbau. Da laufen wir gerade mal seitlich dran vorbei. Hier gibt es keinen... Doch, hier gibt es einen sicheren Weg nach unten. Schmiede von Komatsu ist ein mongolisches Gebiet. Ja, gut. Dann ist er vermutlich von dort vertrieben worden und seine Familie ist... Oh. Zwischenzeitlich gestorben. Sorry, Fuchs. Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann dem Fuchs doch jetzt nicht seine Daseinsberechtigung nehmen. Das kann ich nicht tun. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Kannst du mir das vielleicht zeigen? Ich bin total auf dich angewiesen. Ohne dich wäre ich nichts. Ah, wir müssen klettern. So. Mann, du bist gut im Klettern. So ein guter Fuchs. Wo ist er hin? Ah, da. Komm mich abholen. Guck mal, wie süß. Ja, ich bin direkt hinter dir. Jetzt wieder. Und dann hier runter? Wirklich? Wo führt das denn hin? Aha. Dann hier runter. Und dann hier um die Ecke. Oh, ein Fuchsschrein. Wie cool. Danke, dass du mich hergeführt hast. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. So ein guter Fuchs. Ja. Dankeschön, du bist der Beste. Der beste Fuchs von allen. Das sage ich zu jedem Fuchs, aber gut. Ja, du bist der beste Fuchs von allen. Ja. Jetzt ab mit dir. Pass auf, dass die Mongolen dich nicht kriegen. Eieieiei. Achso, nee, hier bin ich falsch. Ja, da vorne raus. Wow. Oh. Das war ein bisschen fahrlässig. Na gut. Wir stehen direkt vor der Schmiede von Komatsu. Und irgendwo hier ist mit Sicherheit auch wieder ein Mongolen-Anführer. Gibt es einen strategisch sinnvollen Punkt, von wo aus wir eindringen können? Hallo, goldener Vogel. Schön, dich zu sehen. Wo führst du uns hin? Oder ist die Schmiede schon verlassen, weil ich sehe hier gerade niemanden. Nicht mal auf den Wachtürmen. Hoch. Naja, der goldene Vogel hat's leicht. Der kann da einfach hochfliegen, aber da oben muss also irgendwas sein.
Vorräte und Leinen. Guck mal, er wartet sogar auf uns. Finde ich schön. Hier ist niemand mehr. Vielleicht nur im Inneren der Schmiede. Dieser Außenbereich hier scheint komplett verlassen zu sein. Hier geht's hoch. Wir gucken uns gleich noch genauer um. Ich will jetzt gerade mal dem goldenen Vogel folgen. Der hier an der Mauer entlang läuft. Vielleicht finden wir hier noch einen Überlebenden, der uns ein bisschen was sagen kann dazu, was hier jetzt eigentlich passiert ist. Goldener Vogel da. Ha? Wo genau führst du mich hin? Hier ist aber auch niemand mehr, ne? Es ist auch leer. Komm mal zu Bambusstand. Hierhin hat er uns geführt. Bambus schneiden. Oh. Oh Gott, ich bin schlecht in sowas. Hast du eine falsche Taste gedrückt? Nein. X. Achso, L1. Deine Entschlossenheit steigt. 4 maximale Entschlossenheit. Das ist sehr gut. Maximale Entschlossenheit steigern ist unfassbar wichtig. Denn dadurch können wir uns auch heilen. Und je mehr wir davon haben, desto länger halten wir im Kampf durch. Wenn es denn wirklich mal zu kämpfen kommt. Hier offensichtlich nicht. Denn ich sehe niemanden, ich höre niemanden. Alles geplündert und verlassen. Es ist eine Schande, wie diese wunderschönen Gebäude hier zurückgelassen wurden. Aufzeichnungen. Achso, ich hätte gedrückt halten sollen, ne? Warte mal, Techniken. Aufzeichnungen hier. Nee. Sammlung. Schließe Aktivitäten ab, um deinen Geist zu schärfen, deine Fähigkeiten zu verbessern und der Insel Frieden zu bringen. Bambusstände und Haikus. Jedes Haiku gewährt ein neues Stirnband und hier können wir jetzt 3 Bambusstände besiegen und dann bekommen wir noch mehr Entschlossenheit. An Genso in Komatsus Schmiede. Genso ist der Herr, der oben saß, neben dem Baum. Ich hätte nie gedacht, dass die Schmiede so leise sein könnte. Seit ich klein war, bin ich nie vom Klang der Schmiede wach geworden. Ich fühlte mich sicher, geborgen. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Vielleicht finde ich erst wieder Schlaf, wenn die Schreie und Kriegshörner verschwinden, wenn der Klang der Schmiede zurückkehrt. Ich glaube, der Klang der Schmiede wird nicht zurückkehren, zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ein bisschen Leder noch. Kann man hier raus? Nee. Aber da oben kann man raus. Ups. Und hat ein bisschen einen Überblick. Das ist tatsächlich eine größere Stadt. Also war es... Oh, da ist schon wieder ein... Oh mein Gott. Wo will der denn schon wieder hinführen hier? Da unten runter. Es ist eine komplett verlassene Stadt. Das finde ich ein kleines bisschen gruselig. Ich denke mal, hier haben alle Leute gewohnt, die in irgendeiner Form mit dieser Schmiede zu tun hatten. Zulieferer, Handwerker.
Da ist der goldene Vogel, er führt uns da vorne hin. Irgendjemand noch am Leben hier? Hallo? Da unten gibt's. Wie kommt man denn da hin? Da muss man unterm Haus entlang kriechen. Ah, verstehe. Machen wir gleich. Ich gucke mich mal gerade hier oben um, ob wir hier vielleicht irgendwelche Hinweise dazu finden, was genau hier passiert. Ich meine, wir können es uns vorstellen. Mongolen sind wahrscheinlich vorbeigekommen, haben alles kurz und klein geschlagen, die Leute massakriert oder mitgenommen und sind dann wieder gegangen, weil hier schlicht und ergreifend nichts mehr war, was ihnen irgendwie... Wow. Was ihnen irgendwie nützlich hätte sein können. Okay, ich glaube, in dem Fall hat der goldene Vogel uns vielleicht darauf hingewiesen, dass da unter dem Haus diverse Vorräte verfügbar sind. Na, ich will doch hier nur runter. So. Die wir uns schnappen könnten, wenn wir dann unter das Haus gehen. Und das können wir auch gerade mal machen. Ich glaube, hier gibt es da. Das ist eine Menge Vorräte. Wow. Warum stöhnt er denn so? Was mag... Moment. Da liegt noch mehr. Das ist aber im Haus. Da muss ich nochmal ganz kurz rein, dann gleich. Und hier... Nix mehr. Niemand. Einfach niemand. Stahl. Oh, Stahl ist wichtig. Für die nächste Erweiterung des Schwertes. Und eine Blume. Ich komme hier an die Blume, da muss ich wahrscheinlich... Oh ja, ich weiß, was ich machen muss. Oh je. Oh, warte mal, das will ich jetzt gerade nochmal ausprobieren, ob ich das schaffe. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Müssen dann darüber aus dem... übers Dach... Oh, das war knapp. Nee, hier komme ich ja nicht rüber, oder? Und eine andere Dachluke gibt's nur da oben. Komme ich denn hier irgendwie aufs Dach? Wahrscheinlich eher nicht. Man muss ja auch mal so ein bisschen rumprobieren. Hoch, nein, das wollte... Nein! Man muss ja auch mal so ein bisschen rumprobieren, was eigentlich alles möglich ist an Bewegungsoptionen. Wie zum Beispiel eben das mit dem... Das mit diesen Baumstämmen da. Ach, Idee. Nein. Ich wollte mich eigentlich hier festhalten. Dann hoch rädern lassen. Das geht auch nicht. Diese Baumstämme wusste ich ja zuerst auch nicht, dass man sich da entlang hangeln kann. Das geht auch nicht. Kann ich mich vielleicht da irgendwie festhalten? Nein. Hier auch nicht. Hier. Aber da kann ich nur drüber springen. Achso. Okay, aber vielleicht von der Seite können wir hoch. Hätte ich auch nie rausgefunden, wenn ich bei der einen Ecke nicht einfach versucht hätte zu springen. Dann wüsste ich bis heute nicht, dass man über diese Baumstämme da hoch kann. Na gut. Da müssen wir vielleicht wirklich von oben kommen oder irgendwie... Ja doch, da hinten aus dem Dach raus müsste man... Aber kann man das denn irgendwie kaputt machen da? Vielleicht. Nun, ich bin nicht zum Plündern hier. Die Blume da oben kann auch noch warten. Ich würde mich gerne mal umsehen, was hier eigentlich Sache ist. Oh, ja. Wenn ich gerade mal so auf die Zeit gucke, würde ich sagen, die Schmiede von Komatsu, die schauen wir uns vielleicht beim nächsten Mal an.
In diesem Sinne. Wir haben einen Schrein gefunden, einen Bambus gespalten. Wir haben Leuten geholfen. Zumindest vereinzelten. Und ganz viele Füchse verfolgt. Finde ich, war sehr erfolgreich. In diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.